So, mal eine kurze, kurz, kurzes, kurz, kurz Update. In diesem Fall wird's, ich weiß nicht, was, wie ich das Video drehen soll, wie ich euch das zeigen soll, ohne dass es zu ewig dauert. Ich habe vor, weil ich brauche Räder, hier die Räder abzumachen überall und aber auch einige umzugestalten. Also speziell diesen Volvo. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, der kommt in ganz schwarz und den Rest von den schwarzen Sachen, die lasse ich da. Vielleicht bekommt er diese Räder, muss ich denn entscheiden. Der Mercedes auf jeden Fall kommt in Semeck und die Räder werden auch wieder weiter verbaut. Bei dem Nissan, ja, kommen hier die Decals weg, die Details, die Decals, Räder ab, andere Räder rauf. Wahrscheinlich diese, weiß ich aber noch nicht genau, ich entscheide das später. Damit ihr seht, was das, oder welchen Zeitraum es hier geht. Ich habe gerade diese Grüße ihn an Steffen, der auch immer seine Stimme zurückdrehen kann. Diese Limited Grip Dinger. Dafür brauche ich halt Räder. Hier würde übrigens das auch geil passen, diese weißen Räder. Oder eben diese. Deswegen, um Zeit zu sparen, löse ich die jetzt hier ab. Und zwar mit Aceton und nicht mit Wasser, weil das geht einfach schneller. Und dann werde ich die aufbohren, der Reihe nach. Ich nehme euch da natürlich nicht mit, weil das ist erstens zu laut und zweitens viel zu lange. Ihr wisst ja, um was es geht. Ich wollte das nur mal kurz mal festhalten. Ja. Auf eine gute Aufschraubung, mal sagen. So, los geht es. Mit dem guten Aceton. Ihr kennt das ja. Eigentlich bräuchte das eigentlich nicht mehr zeigen. Vor allen Dingen jetzt hier ohne Stativ. Naja, ihr kennt das Spiel. Ihr wisst es, so wird es gemacht. Schön hier einweichen. Tradala, zack, zack, zack. So. Das Spiel jetzt hier hat mich gerade mal, weiß ich nicht, 2 Minuten gekostet. Es ist jetzt genau 26. Und jetzt stoppen wir mal die Zeit, wie schnell das hier abgeht. Also, 16 Uhr 16, 26. So, habe jetzt noch 2 weitere eingemummt. Es ist jetzt 27, also 1 Minute habe ich gebraucht für die 2 neuen. Die müssten jetzt eigentlich schon ablösbar sein. Ja, kriegt man, genau, da. Siehst du, wie sich das schön löst hier? Geil. Also, haben wir es festgehalten. In 2 Minuten ungefähr ist das abgelöst. Und die Verpackung ist nicht ja, groß beschädigt, so wie diese andere Nummer von vorhin. Also das Ganze eingetunke mache ich zweimal. Lass es einwirken kurz und nach einer Minute circa einfach nochmal. Ja, und wie gesagt, es hat sich schon abgelöst. So, meine Freunde des Umbauens. Es ist jetzt 16:30 Uhr. Also, ich habe praktisch 4 Minuten gebraucht. Und zwar jeweils zweimal eingestrichen. Die sind schon fertig. Die gehen auf. Die gehen, glaube ich, auch schon auf. Und die auch gleich. Also haben wir das auf jeden Fall geschlagen. Und was ich aber sagen muss, nochmal ganz, ganz wichtig, ich habe auf jeden Fall hier 2 Masken auf, ja, deswegen klinge ich auch so komisch. 2 Doppelmasken sozusagen, weil dieses Aceton ist nicht ohne. Und wie gesagt, sollte man eigentlich in belüfteten Räumen machen, ja, ist Vorsicht angesagt bei dem Zeug, ja. Es ist eben auch, warte mal, steht hier hinten ein Zeichen irgendwo? Ja, Danger, Danger, Danger. Gefahr, tralala, also ja. Das könnt ihr auch selber nochmal im Internet nachgucken, was das Zeug so in sich hat. Also man sagt nicht umsonst, damals in der Malerei oder so, ne, wer Maler ist, kennt das sowieso. Reinigungsmittel in diesem krassen Stil sind eben auch ein bisschen gefährlich, kann auch müde machen, betäuben, was weiß ich, was auch noch alles, ja. Muss natürlich eine dicke Nase davon nehmen, aber wollen wir ja nicht, sollen wir nicht. Also deswegen Maske auf und vor allen Dingen auch Handschuhe an. Habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich die ja nicht, ich fasse ja das Zeug nicht an. Ich hole die jetzt gleich da raus. Moment, die. Also ich habe hier so ein Stativ, ne, und so eine komische, wie nennt man das, Handystick.
Also das ist auch nicht das Perfekteste, muss ich mal sagen, wer sich das ausgedacht hat. So, lange Rede, kurzer Sinn, ihr merkt, ich reg mich fast schon wieder auf. So, wir machen jetzt, ich habe jetzt hier, wie gesagt, diese ganzen Dinger fertig abgelöst. Wir machen das erste Ding jetzt auf. Oh, Schissel, man darf natürlich nicht zu lange warten. Ah, das war jetzt natürlich wieder ein schöner Vorführeffekt. Man sollte nicht zu lange warten. Und ich habe hier zu lange gewartet jetzt. Schissel. Das ist natürlich ein schöner Vorführeffekt. Jetzt werden die meisten sagen, ist der auch kaputt gegangen? Ja, toll. So, die Karre haben wir. Schissel, ey. Ja, wenn man zu lange wartet. Oh, was? Die sind alle schon wieder eingetrocknet? Ey, krass. Oh, was? Die ganze Arbeit eigentlich hier umsonst gemacht. Scheiße. Ja. Also das habe ich, habt ihr jetzt gesehen. Man sollte das natürlich dann ablösen, wenn es auch schon abgeht. Das eine war ja hier schon ab. Das hat sich jetzt wieder verklebt. Naja, gut. Ja, sorry. So ist das. Wenn man zu lange wartet, beziehungsweise hier mit der Kamera rumspielt. So muss es aussehen, auf jeden Fall frisch und nass, dann geht das auch ab. Sobald das weggetrocknet ist, ja, hat's fest, tut sich das wieder ranziehen. Das war mir klar, aber ich dachte jetzt nicht, dass es so schnell geht. Judy, ihr habt es gesehen, also, jetzt machen wir halt nochmal auf ein neues Tier. Probieren wir es nochmal auf ein neues. Beziehungsweise... Ja. Ihr seht es selber. Irgendwie hat es dann doch nicht so ganz geklappt. Was hier auch hilft, ist immer so ein bisschen rumbiegen, knicken. Dann löst sich das unten auch ab. Oder ich habe das hier falsch gemacht. Natürlich, ich habe ja nur oberhalb gemacht. Ich bin ja auch wieder ein lustiger Vogel, ey. Oh ja, reiß auf, mach kaputt. So, auf jeden Fall haben wir die Mercedes jetzt schon mal raus. Man sollte das natürlich überlegen, wo man es aufmacht, ne? Ich habe es jetzt immer oben aufgemacht, damit es nicht rausfällt aus der Karte. Hier seht ihr schön, aus dem Blister meine ich natürlich, wie schön man das hier aufkriegt, wie schön man es ablösen kann. Klar hast du auch noch ein paar... Mann, vor allen Dingen, wenn man so eine Geduld hat wie ich, wo man unbedingt das Ding jetzt haben will, hier, komm raus, du! Hast du halt denn auch ein bisschen minimale Abschürfung da, aber das geht. So, der zweite. Wie gesagt, man kann die Karte so ablösen, wie man das selber gern mag. Entweder, ja, hier wird es jetzt kaputt gehen. Früher habe ich das immer... unten aufgemacht. Aber ich habe gemerkt, wenn die an der Wand dann hängen, fallen die unten manchmal raus. Also lieber oben aufmachen, weil ich will das ja nicht zukleben direkt. Ich will ja an das Auto hoch mal wieder ran. Nur mal das dazu. So, jetzt haben wir diesen hier. Meine Güte. Und jetzt kommen wir auch zu dem. Ach komm, reiß weg, Mann. Geht aber auch noch. Kartendesign technisch ist da alles toppi. Und vor allen Dingen ist es hier nicht ver... Ja, krumm und schief jetzt. So, da haben wir diesen. Ich zeige das gleich nochmal genauer. Keine Angst. Und zu guter Letzt unseren Freund, den Nissan. Juhu! Ja, ich habe das eigentlich ein bisschen falsch gemacht. Normalerweise mache ich das hier oben nass, also mit Aceton. Dann hier und hier unten so ein Stücke. Damit ich den hier rausziehen kann. Habe ich in dem Fall falsch gemacht. Ich habe es jetzt nur hier oben so und an der Seite gemacht. Ist natürlich nicht so optimal, ne? Weil dadurch geht die Karte oder das Ding hier so ein bisschen kaputt, das Blister. Wobei, es geht. Kriegt euch das an, alles eigentlich top. So, da haben wir unseren Nissan. Den hatte ich auch noch nicht ausgepackt. Das gucken wir uns jetzt hier gleich mal an, aber vorher mal kurz Stopp. Ja, ihr kennt das Spiel. So, und da haben wir unsere Autos der Begierde, sag ich mal. Fangen wir einfach mit dem kurz an. The Real Unboxing.
Also dem würde ich auf jeden Fall gerne einen Sämeck machen, also sprich den Lack runterholen. Ja, runterholen gesagt. Das sieht bestimmt geil aus. DMC DeLorean. Oh, fett, ey. Das ist cool. 2009 das erste Mal rausgekommen. Geiles Teil. Boah, rollt auch richtig gut, ey. Wow. Also da werden sie die Kinder alle freuen. Oh, weggerollt. Das rollt ja wirklich super und sieht geil aus mit den Rädern. Wow. Also schon geil. Dann haben wir hier diesen Volvo Drift Car. Auch ziemlich cool gemacht, aber ich will den auf jeden Fall gern umgestalten. Weil dieser Innenraum zum Beispiel geht überhaupt nicht. Ja, dieses ekelhafte Plastegrau. Ich weiß nicht, also. Dann hat er da hinten noch einen Nitto drinne. Einen Dings hier. Geil. Und was er eben auch noch hat, sind diese Hunde oder Tiere, die aber auch einfach nur in Grau sind. Ja, ist natürlich klar, ist zu teuer, wenn man das alles nochmal machen würde. Ja, deswegen mache ich es ja jetzt. So wie dieses Teil hier vorne. Hier könnte man sie ja nochmal so einen Auspuff nach oben raus machen, richtig geil. Was ich bei dem besonders geil finde, sind diese Räder, ey. Aber nur diese weißen. Und wenn der zum Beispiel diese raufkriegen würde, wäre das auch richtig Knaller. Ne? Könnt ihr das so nachvollziehen? Geil, geil, geil. Auf jeden Fall halt bei dem vor, wie gesagt, ihn eigentlich komplett in Schwarz zu machen. Und diese kleinen Zeichen hier zu lassen. Wobei ich sehe, das wird schon ziemlich schwierige Nummer. Hier vorne auch das in diesen ekelhaften Grau zu machen. Also weiß ich nicht. Naja, gut, komm, meckern wir hier nicht rum. Dann haben wir eben dieses Ding hier, den Alpha, den kennt ihr ja auch alle jetzt mittlerweile. Und den habe ich jetzt wirklich auch nur hier ausgepackt oder ja, benutzt wegen den Rädern. Was hier immer mir damals mal aufgefallen ist, wo der so rauskam und noch nicht so oft zu sehen war, da war dieses Zeichen hier manchmal voll schräg oder manchmal gar nicht zu sehen. Und hier habe ich gleich zwei Objekte, wo es beides top ist eigentlich. Ja, das ist mir auf jeden Fall damals mal voll aufgefallen, da habe ich dann drauf geachtet. Und natürlich die alle immer liegen gelassen, die vorne schräg und schief waren. So gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die Räder werden leider weiter benutzt. Dann haben wir diesen krassen AMG, wo man hier hinten aber auch sieht, da ist irgendwas abgegangen. Sehr schade, also für Sammler ist das nicht so cool. Aber wie gesagt, es wird hier umgebaut, das Ding. Vielleicht auch in Sämeck, habe ich ja vorhin, glaube ich, gesagt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber in Sämeck wäre der schon hübsch, glaube ich. Das hat so ein Auto verdient, finde ich. Damit man richtig die Konturen alles sieht. Weil schwarz ist eben schwarz, ne? Ist auch geil. Und vor allen Dingen, er hat echt auch geile Räder, die ich auch ja, benutzen will für eine andere Karre. Vielleicht so ja für diesen Nissan. Schauen wir mal. Erstmal werden die Dinger aufgebohrt und dann passe ich das alles irgendwie an und denke mir das aus, wie ich das denn mache. Das ist dieser coole Nissan. Ich glaube, den hatte ich bis jetzt auch noch nicht ausgepackt. Sehr geil gemacht, finde ich. Diese Farbkombi ist echt der Knaller. Schön gemacht. Ist ein richtig geiles, ich weiß nicht, Chrom-Metallic, aber irgendwie auch Pearl-Effekt. Wie nennt man das? Pearl. Naja, ihr wisst ja, ihr habt da den auch alle schon. Ja. Ist eigentlich komplett geil so. Er hat geile Räder drauf. Ist eigentlich schon sehr geil. Was aber auch geil aussehen würde. Das sind eigentlich hier dieselben Räder, bloß in einer anderen Farbe. Naja, genau. Das sieht ja auch richtig geil aus. Wenn das mal so hinhält, ne? Wow. Ja, Judy, jetzt geht's ans Aufbohren. Ich melde mich dann wieder. Ihr kennt das Spiel. So, meine Freunde des Zuschauens. Da sind sie, unsere kleinen geilen Objekte, alle aufgebohrt. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Naja, vielleicht 20 Minuten. Und das ist der ausgebohrte, ja, wie sagt man es, diese Nieten. Sieht ja schön viel aus, wa? Kannst du da schon wieder irgendwas draus basteln, ey.
Juti. So, da kommen wir eben zu unserem schönen Nissan. Eigentlich schade, wenn man das so sieht, wie der auseinander ist. Aber kickt mal, wie geil das aussehen würde, wenn der tiefer gelegt wird. Boah, Alter. Bäm, Junge. Kommt richtig gut. Hm. So sieht er von innen aus. Scheibe brauchen wir jetzt noch nicht rausnehmen. Wobei, komm, zack. Da sieht man auch schön, dass er hier vorne diese Lampen, die Scheinwerfer da vorne so eingearbeitet hat in das Plasteteil. Sehr coole Idee eigentlich von denen. Das sieht auch richtig geil aus, dieses, nennt man das Chassis hier, aber. Ich will nichts Falsches sagen, deswegen sage ich lieber ja nichts. So, dann haben wir hier den Innenraum. Das ist nicht so spektakulär. Der Unterbau. Ihr kennt das mit dem Rausnehmen der Achsen, hier leicht erhitzen mit dem Feuerzeug und dann geht das ganz einfach raus, ohne dass man da rumschrubbelt, sägt oder sonst sowas. Das kommt jetzt erstmal wieder zusammen, das Teil. Ich muss sehen, wie ich das filme jetzt. Wir machen das jetzt doch einzeln. So, dann kommen wir zu unserem schönen BMW. Der ist echt geil. Schönes Chassis. Ja, ich will nicht Falsches sagen, wie gesagt. Ja. Schmeiß weg. Oberteil. Auch schön gemacht hier. Und hier sieht man, kickt mal einer an, wie das hier so hochgebaut ist, ne? Wenn man das alles abschrubbelt, kommt er auf jeden Fall tiefer. Und dann hier noch ein bisschen abschrubbeln, dann könnte man den tiefer legen. Hab ich eventuell auch vor, mal gucken. Geil, er hat hier hinten zwei Boxen drin. Man, mit dieser Kamera, also sprich Handy hier, ich hoffe, das ist scharf genug, sonst muss ich hier ständig hier rauf gucken. Ey, kein Wunder, das dauert Jahre, ja. So, wir haben es gesehen, oder ihr, zack, zack, erstmal wieder hier irgendwie halbwegs zusammengesteckt. Nächstes Ding. So, im Hintergrund läuft auf jeden Fall Baltimora mit Tarzan Boy. Ein Song, den ein Wrestler mal hatte. Jetzt lenke ich aber ab. Wollen wir ja nicht. Der DMC kommt jetzt dran. Ne? Und hier sieht man ganz schön eigentlich diesen Grill, der so zugesuppt ist, so zugeschmattert mit Farbe. Na, kann man das da sehen? Dass es hier eben wirklich Sinn bringt, den zu entlacken. Dass es einfach ein Sämeck wird. Und dann sieht man das viel besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache den jetzt auf hier. Zack, zack, zack. So sieht das aus. Oh, schön. Schön, schön, schön. Nice, nice, nice. Da steht noch eine Teilenummer. Cool. Ja, also so ein Projekt hatte ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Mit so vielen Autos insgesamt. Ich weiß nicht, wie es denn später geschnitten wird oder rüberkommt. Keine Ahnung, ich muss es denn sehen. So sieht das Innenlay aus. Und da haben wir wieder diese ganze Achsengeschichte und so weiter. Also hier auch nicht so spektakulär. Und was mir hier eben absolut nicht gefällt, was auf jeden Fall umlackiert wird, ist dieser hässliche Plastik-Innenraum. Ja? Also das finde ich echt immer, weiß ich nicht, das ist einfach scheiße. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich finde es wirklich einfach hässlich. Ich meine, gut, er hat abgetönte Scheiben. In dem Fall hier geht das irgendwie noch. Aber stellt euch das mal vor, wenn die Karre weiß wäre und der Innenraum auch weiß. Wow, wie geil das aussehen würde. Und dennoch die weißen Räder dran. Ne? Nur mal so eine kleine Idee, aber ja, ihr wisst, Ideen sind nur mal Ideen. So, wir kommen zu den nächsten Dingern. So, wir kommen zum Volvo. Und kann man das jetzt eigentlich Unboxing nennen? Ich glaube ja, wa? Weil ich habe sie ja ausgepackt und aufgebohrt. Sprich, das ist ja Unboxing hoch 10. So sieht man hier schön dieses Oberteil. Sehr geil gemacht eigentlich. Dieser Lack ist einfach wirklich geil, den man
eigentlich nicht zerstören will. Seht ihr diesen schönen Chrome Metal Flake Lack, Alter, voll geil, ey. Ich liebe sowas. Aber ich finde, in Schwarz käme er geiler rüber. Kicken wir mal, vielleicht überlege ich es mir auch noch. Man könnte auch diese Decals einfach ablösen. Vor allen Dingen dieses hier gefällt mir nicht so. Das sieht aus wie so ein Klavier. Anderen gefällt es. Mir gefällt es nicht ganz so. Mal gucken. Schauen wir mal. So, wir kommen jetzt zu diesem kleinen Inlay hier. Was eigentlich sehr geil gemacht ist. Weil, kickt mal. Ich weiß nicht, könnt ihr das da sehen? Er hat zwei verschiedene Sitze drin. Das ist geil. Wow. Das habe ich noch nicht gesehen. Einmal ein Rennsitz, ein Rennfahrersitz, ja, und einmal einen normalen Sitz. Und sogar einen Motorblock sieht man hier. Das ist ja abgefahren. Und hinten eben als kleiner Schmankel diese Tiere. Sind zwei Hunde oder was? Ja. Und dann eben hinten so eine dicke, weiß ich nicht, was das sein soll. Ein Tank oder eine Nito, was soll das sein? Könnt ihr ja mal gerne schreiben, da ist die Kamera. Ja. Was ihr denkt, was das ist, sieht für mich aus wie eine Netto-Flasche. Ja, Unterteil kennt man ja jetzt mittlerweile. Ja, und jetzt, das wird halt noch eine Menge Arbeit. Aber, wie gesagt, somit habe ich auf jeden Fall auch eine Menge Zeit erstmal gespart, indem man das alles in einem Schritt aufbohrt und macht. Ja, kommen wir mal zum nächsten Auto. Ja, und hier handelt es sich eigentlich um das Modell, was ich jetzt schon zweimal umgebaut habe. Und auf diesem Sinne sei immer schöne Grüße hin rüber. In die Diecast-Stuben, in die Bastelbuden bei euch da drüben. Ne? Vor allen Dingen unser Freund Diecast Manu, ja? Du bist hier meint, Manu. Der die Felgen auch so feiert wie ich. Und sie auch wahrscheinlich von diesen Alphas einen Haufen gekauft hat, um eben die Räder nur abzubauen. Ja, sorry für die Leute, die den noch nicht bekommen haben oder dann denken, oh, was kauft ihr die 10.000 Mal? Ja, ist kein Wunder, dass man die nicht mehr kriegt. Sorry, es ist eben, ja, wie sagt man es, Marktwirtschaft oder sowas? Nee, aber ganz ehrlich, diese Dinger gibt es überall noch. Klar, es gibt Leute, die auf dem Dorf wohnen oder irgendwo in der Stadt, wo es nicht viel gibt. Ich weiß es nicht. Das ist dann natürlich für die... So, wir schauen uns das mal zusammen kurz mal an. Speziell jetzt bei dem Nissan. Der hatte diese Felgen. Also sie haben dieselbe Farbe, aber es sind andere Felgen. Die Größe ist aber auch gleich. Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussehen wird, wenn man die hier einfach mal raufknallt. Oh, kick mal. Passt ja nicht. Das ist schon mal viel zu klein. Oh, krass. Das ist natürlich krass. Tja, also müsste man hier was wegschneiden. Das will ich jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Bock zu. Das muss man eh nochmal überlegen, bevor man das macht. So, hier auf jeden Fall schon mal. Wir probieren jetzt einfach diese. Die passen auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr geil. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Das sieht bestimmt auch ganz geil aus. Ui, ei. Jawolli. Gar nicht mal so schlecht. Rollen tut er natürlich auch. Also ein Zamek würde der auch geil aussehen. Zamak. Grüße ihn mal rüber an Grit. Die ich jetzt nur aus dem Chat kenne. Gestern leider zu spät dabei gewesen bei Steffen, ach Quatsch, bei Manu, sein Chat, am Dienstagabend. Ja, ich war hier voll vertieft in meine Diorama-Welt. Die trocknet übrigens immer noch da ab. Was wollten wir noch probieren? Wir probieren jetzt mal hier bei dem Mercedes, diese Felgen. Mal sehen, wie das aussieht. Oh, die passen hier auch nicht ganz. Ah, krass. Das ist ja Schissel, Alter. Das ist natürlich nicht cool. Ah, trotzdem versuchen wir das irgendwie. Oh, sind kleinere Felgen und das sieht auch völlig krass aus. Wow. Die natürlich jetzt in Schwarz lackiert, wäre auch geil. So, ihr seht es.
Man kann hier eine Menge jetzt rumspielen und machen und tun. Thema Felgen. Ja. Einen probieren wir noch, und zwar den. Wenn die Felgen nicht abhauen, ja, da sind sie abgehauen, ganz klar. Ah. So. So, so. Das passt zumindest. Oh, und das sieht aber auch geil aus, Alter. Geil. Geht. Also wenn man die jetzt schwarz lackieren würde, hier schön, wie gesagt, die Karre dann sowieso in schwarz, wäre das ziemlich geil. Die merke ich mir jetzt schon mal vor, weil die sind auf jeden Fall kleiner, die Felgen rollen hier durch die Gegend, kleiner als die Originalfelgen, und das passt irgendwie besser, finde ich. Guckt euch das an. Das sieht doch geil aus. Des Weiteren, genau, ich wollte diese Felgen mal probieren von dem BMW. Falsch. Ach Quatsch, BMW, Mann, wie komme ich denn auf ein BMW? Bitte schlag mich mal einer, ja? Ja, Mann, ich meine doch nicht ernst. Die bei dem Nissan rauf. Mal gucken, wie das aussieht. Wie gesagt, keine Ahnung, was das jetzt für ein Riesenvideo wird oder mehrere Teile. Entschuldigung schon mal vorher. Was soll ich sagen? Oder sagt mir, wie man es besser machen soll. Oh, holy moly. Yeah. Das sieht aber auch mal richtig geil aus. Oh, holy Mizzle, Alter, geil. Oh, das ist cool. Nicht schlecht. Aber auch noch irgendwie zu normal, finde ich. Schauen wir mal. Was ich hier noch machen wollte, genau diese. Aber die waren jetzt irgendwie zu klein, oder? Oder habe ich das jetzt verpeilt? Ja, keine Ahnung. Entschuldigung für dieses 16-stündige Video. jetzt ist das Ding wieder weggerollt. Natürlich. Oh Mann, ey. Sollte man meinen Tisch mal ein bisschen bearbeiten. Hä? Das ist ein falsches Rad hier. Was ist denn hier los? Ich sag mal. Oh Mensch, ey. Da kriegst du auch so ein bisschen die Krise. Ein bisschen kriegt man da die Klatsche. Wo ist denn das Ding hin, ey? So, da habe ich ihn gefunden. Irgendwie hat er sich verdünnisiert, die Reifen hier. Das ist aber auch so ein bisschen noch zu breit. Komisch. Ja, diese komische Verbreiterung da, weiß ich auch nicht. Ey. Oh, jetzt fliegt das wieder runter. Alter! Mann! Ruhig bleiben, Großer. Ruhig. Ganz ruhig durch die Hose atmen. Oh, wow! Das sieht mal geil aus, Alter. Holy moly, Alter. Boah, ey, dann irgendwie, das sieht ja mal geil aus. Oh, da muss ich stark überlegen, ob ich den wirklich in Seemeck mache oder den so lasse einfach. Holy Grail, Alter. Das ist ja megast. Sieht geil aus. So, der schöne BMW, wie gesagt, ich finde die Räder passen hier echt super dazu. Muss aber jetzt einfach hier hinten bei den Hinterrädern praktisch, seht ihr das da, diesen Bubbel, habe ich ja schon mal erzählt, schon mal gemacht. Diese Bubbles müssen da ab. Und dann passt es auch, ohne dass ich hier was rumsägen muss. Ich sehe aber diese komische, seht ihr das, dieses kleine Vorstehende da? Das könnte man auch noch wegfeilen. Dann würde es auf jeden Fall passen. Man sieht aber auch die Fingerabdrücke jetzt hier auf dem Schwarz übelst. Hä, krass. Nicht klauen, ja? So, da sieht man es ganz gut. Dieses Stück, was ich da abgemacht habe. Ja, wie gesagt, jetzt macht man so. Und ja, ist natürlich jetzt hier blöd mit der Kamera. Kommt von oben nochmal mit dem Cuttermesser und schneidet das ab. Mann, muss ich denn alles erklären? Tue ich sie ihn rüber. So, das sind die Stücken. Und wie gesagt, jetzt sieht es so aus. Also da ist jetzt auf jeden Fall, sage ich mal, ein halber Millimeter mehr Platz an der Seite.
Jetzt muss das natürlich auch noch stimmen, was ich hier erzähle. Weil manchmal klappt es auch nicht, wenn das dann eben doch noch zu breit ist. Aber ja, Wolli, wir haben Glück zusammen. Geil. Passt, sitzt, hat Luft, kann atmen. Kommt das wieder schön hier ruf und dann ist das Ding eigentlich fertig. Oh, hallo. Weil mit dem Sämek jetzt Versuch, ich habe den ja noch zwei, dreimal, glaube ich, extra auch gekauft zum Umbauen. Siehst du, und das geht hier richtig schön zu. Geil. Zack, knack, boom. Geil, juhu. Das ist doch nice. Und vor allen Dingen ist es fest, da geht nichts auf. Man kann es natürlich nochmal kleben, aber muss man nicht. So, und ihr seht, boah, das sieht geil aus. Das ist ganz nice, oder? Boah, geil. Juhu. Erster Umbau ist eigentlich fertig, kannst du sagen. Ich finde es echt cool mit diesen weißen Felgen. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Könnt ihr ja gerne schreiben. Werde dann wahrscheinlich doch nochmal einen anderen umbauen. Weil das gefällt mir ja eigentlich sehr gut so. Guti.